Dreimal Rentenerhöhung zum 1.7.2024. Ist das wirklich möglich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe eine Anfrage zum Thema Zuschlagslösung zum 1.7.2024 erhalten und da unter anderem auch ganz konkret die Frage, bekomme ich dann ab dem 1.7.2024 mehrere Rentenerhöhungen. Was steckt da wirklich dahinter, meine Damen und Herren? Können Sie das vielleicht mal bitte aufklären, Herr Knöppel? Ja, gerne, das möchte ich hiermit tun. Und wir starten gleich mal in meine Ausarbeitung zu diesem Thema. Nehmen wir also mal folgendes Beispiel an. Unser Rentner bezieht seit dem 1. Januar 2014 eine Rente wegen Erwerbsminderung, volle EM-Rente, unbefristet. Die monatliche Rente beträgt seit dem 1.7.2023 mit dem neuen Rentenwert 37,60 Euro und auf Basis von 44,4444 persönlichen Entgeltpunkten genau 1.671,11 Euro. Warum habe ich das so gemacht? Weil sich einmal sieht das schön aus mit den 44,444 und zum anderen, ja, mein Gott, lässt sich das vielleicht ganz nett rechnen in unserem Beispiel. Am 30.06.2024 gibt es ja laut dem Willen von Hubertus Heil und der Bundesregierung einen pauschalen Zuschlag von 7,5% auf die am 30.06.2024 festgestellten persönlichen Entgeltpunkte. Also hier auf diese 44,44 persönliche Entgeltpunkte gibt es dann einen Zuschlag von bis zu 7,5%. Zusätzlich gibt es aber auch am 1.7.2024 noch eine allgemeine, wenn alles gut läuft, sogar recht hohe Rentenanpassung. Wir wissen ja alle, dass die im ersten Quartal 2023 die nominelle Lohnerhöhung im Vergleich zum ersten Quartal 2022 um 5,6% gestiegen ist. Wie viele Rentenerhöhungen wären dies dann eigentlich, die unser EM-Rentner am 1.7.24 erhalten kann? Also, ich habe hier mal angenommen, rein fiktiv, ja, also bitte, das ist nichts Offizielles, dass wir eine Rentensteigerung zum 1.7.24 um 5% bekommen. Das heißt also, der aktuelle Rentenwert von 37,60 Euro würde um 5% steigen und dann auf 39,48 Euro zum 1.7. hochgehen. Ja, so. Also hier bitte nochmal das mit Vorsicht genießen, denn der neue Rentenwert wird aller Voraussicht nach im März 2024 feststehen. Dann wird uns der Bundesminister für Arbeit und Soziales dann einen neuen Entwurf, einen Regierungsentwurf einer Rentenwertverordnung auf den Tisch legen und dann werden wir das alles genau sehen. Also ich bin der Meinung, es gibt aus meiner Sicht rechnerisch gesehen drei Rentenerhöhungen zum 1.7.24. Und zwar steigen wir mal ein. Wir haben zum einen die Zuschlagsrentenerhöhung am 30.06.24. Da kann ich schon mal aus den Vollen gehen und sagen, klipp und klar, also mit auch mit aktuellen Zahlen, mit an unserem Beispiel berechnet, genau berechnen, wie hoch dann die Rente am 30.06.24 sein wird. Also alle Rentner, die in der Zeit vom 01.01.2001 bis zum 31.12.2018 eine EM-Rente bekommen haben, und diese auch noch am 30.06.24 beziehen oder unmittelbar nach der EM-Rente eine Altersrente beziehen, die können sich am 30.06. auf eine erste Rentenerhöhung freuen. Warum 30.06.? Weil der Gesetzgeber nämlich genau festgelegt hat, dass die Zuschlagslösung, das ist eine pauschalisierte Lösung, grundsätzlich von den Entgeltpunkten zu berechnen ist, von den persönlichen Entgeltpunkten zu berechnen ist, die Grundlage der Rente am 30.06.24 waren. Warum hat er das gemacht? Ganz einfach. Es ist eine pauschalisierte Lösung. Sie dient der Verwaltungsvereinfachung und soll es der Rentenversicherung einfach und zielsicher möglich machen, diesen pauschalen Zuschlag zu berechnen, ähnlich wie die Mütterrente 1 oder Mütterrente 2. Pauschaler Zuschlag heißt, der Zuschlag ist immer abschlagsfrei, meine Damen und Herren, das merken Sie sich bitte. So, das heißt also, die Rente in unserem Fall, unserem Beispielsfall, würde
am 30.06. genau um 7,5% steigen. Denn unser Rentner hat ja, wie wir hier sehen, am 01.01.2014 erstmals eine volle EM-Rente bezogen und diese EM-Rente hat er auch noch am 30.06.24. Also hat er einen Anspruch auf den abschlagsfreien Extrazuschlag von 7,5%. Jetzt habe ich das mal ausgerechnet. Ausgehend von seinen 44,444 persönlichen Entgeltpunkten, die ja Grundlage seiner seiner EM-Rente am 30.06.24 sind, schlagen wir einfach darauf 7,5% drauf. Ergibt nochmal 3,333 persönliche Entgeltpunkte abschlagsfrei. Ja, ich hätte da jetzt noch PEB dahinter schreiben müssen, habe ich mir aber hier mal an dem Punkt erspart. Die Monatsrente am 30.06.24 würde dann wie folgt aussehen. Auf Basis der 44,444 persönlichen Entgeltpunkte sind es genau 1671,11 €. Diese erhöht sich um diese 3,333 persönlichen Entgeltpunkte auf 47,777 persönliche Entgeltpunkte. Diese multiplizieren wir mit dem Rentenwert, der am 30.06.2024 gültig ist, nämlich 37,60. Und das ergibt dann eine Monatsrente von 1796,44 €. Das heißt also, seine Monatsrente, die er jetzt hat, oder ihre, von 1671,11 € steigt um sage und schreibe 125,33 € auf diese 1796,44 €. Das ist die erste Rentenerhöhung, die sie sozusagen schon vor dem 01.07.24 im Sack haben, und zwar mit dem aktuellen Rentenwert 37,60. Und jetzt kommt die zweite Rentenerhöhung, die gilt dann ab 01.07.24, denn wir müssen ja auf den Extrazuschlag der von mir ausgerechneten Extrazuschlagsentgeltpunkte von 3,333 den neuen Rentenwert, der ab 01.07.24 gilt, dann auch nochmal berechnen. Und ich hatte Ihnen ja gesagt in dem Berechnungsbeispiel, wir nehmen an, dass der allgemeine Rentenwert, der jetzt bei 37,60 liegt, sich um 5% erhöht. So würden wir dann eine Erhöhung des Rentenwertes von 37,60 € auf 39,48 € haben. Das ist eine reine Fiktion, damit wir einfach mal nur dieses Beispiel berechnen können. Ja? Also berechnen wir jetzt den Extrazuschlag mit dem neuen Rentenwert 39,48 € fiktiv. Das ergibt dann 3,3333 persönliche Entgeltpunkte mal 39,48 €. Das sind dann 131,60 €. Das heißt also, dieser Extrazuschlag von 3,3333, also ich muss aufpassen, immer vier Stellen hinterm Komma, erhöht sich von 125,33 € vom 30.06.24 auf 131,60 €. Haben wir schon die zweite Rentenerhöhung. Und jetzt müssen wir natürlich die gesamte Rente mit den gesamten Entgeltpunkten nochmal neu berechnen, denn wir haben ja zum 01.07. einen kompletten neuen Rentenwert fiktiv angenommen. Und zwar berechnen wir jetzt die gesamte Monatsrente mit dem neuen Rentenwert zum 01.07.24. Wir haben ja gesagt, oder ich habe angenommen, fiktiv 39,48 €, 5% Erhöhung. Haben wir also folgende Rechnung. Wir nehmen die 44,4444 persönlichen Entgeltpunkte aus der EM-Rente, die vor dem 01.07.24 bestanden hat. Dann addieren wir dazu die 3,3333 persönlichen Entgeltpunkte, ergibt dann 47,777 persönliche Entgeltpunkte. Und diese persönlichen Entgeltpunkte hier multiplizieren wir mit dem von mir fiktiv angenommenen Rentenwert, der ab dem 01.07.24 gilt, von 39,48 € Ost und West gleich. Und dann ergibt sich hieraus eine Monatsrente von 1886,26 €. Meine Damen und Herren, damit sehen Sie, dass die Monatsrente mit dieser Zuschlagslösung vom 01.07.24, also
am 1.7.24 von sage und schreibe 1.671 Euro auf 1.886 Euro und 26 Cent steigt. Das ist eine satte Rentenerhöhung um brutto monatlich 215 Euro und 15 Cent. Da sage ich in diesem Fallbeispiel, was für eine richtig gute Rentensteigerung. Meine Damen und Herren, natürlich ist das hier in Einzelpunkten eine fiktive Rechnung gewesen. Wir wissen also nicht wirklich, wie hoch der Rentenwert zum 1.7.24 aussehen würde. Aber viele Leute schreiben mich ja persönlich an und wollen sozusagen schon mal eine Vorausberechnung haben, sodass sie ein Gefühl bekommen, was könnte da eigentlich passieren. Und da wir die Bandbreite der Rentenerhöhung zum nächsten Jahr, 1.7.24, nicht kennen, ist das natürlich ein wenig spekulativ. Aber ich will Ihnen einfach nur mit diesen Rechenschritten klar machen, um was es hier eigentlich geht. Was aber feststeht, das ist die Zuschlagslösung. Entweder 7,5% oder 4,5%. Und das können Sie sozusagen, wenn Sie die persönlichen Endpunkte Ihrer EM-Rente oder Ihrer hinterbliebenen Rente, für die hinterbliebenen Renten gibt es das auch, wenn diese ab in der Zeit vom 01.01.2001 bis 31.12.2018 begonnen haben, können Sie das auch für hinterbliebenen Renten ausrechnen oder aber nachfolgende Altersrenten, die unmittelbar, das ist ganz wichtig, unmittelbar der EM-Rente nachfolgen und am 30.06.2024 noch bestanden haben, dann können Sie hier schon anhand Ihrer aktuellen persönlichen Entgeltpunkte Ihren Zuschlag mal mit dem Taschenrechner, ja, ich habe hier einen, mit dem Taschenrechner mal ganz grob ausrechnen. So, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Ich trinke mal noch einen Schluck aus der Rententasse und ich hoffe auch für Sie, dass Sie nächstes Jahr wirklich eine tolle, hohe Rentenerhöhung bekommen, über die Sie sich freuen können und natürlich für alle Zuschlagsrentnerinnen und Zuschlagsrentner dann hier die weitere Rentensteigerung. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.